Ja, guten Tag, liebe Kinder. Mein Name ist Susanne Bickel und ich freue mich ganz riesig, hier sein zu dürfen und mit euch etwas ganz Schwieriges zu machen. Ich hoffe, ihr macht mit, nämlich so ganz schnell in 3/4 Stunden lernen, wie die alten Ägypter geschrieben haben, auch ein bisschen überlegen, wozu hat man überhaupt vor 5000 Jahren angefangen zu schreiben. Ihr habt sicher alle vor ein paar Jahren gelernt zu schreiben und zu lesen und ihr könnt das jetzt ganz selbstverständlich, ganz einfach. Ihr wisst aber sicher auch, dass es andere Schriften gibt in Russland oder in Griechenland oder in den arabischsprachigen Ländern. Überall gibt es eine eigene Sprache in China oder eine eigene Schrift, Entschuldigung, mit der Sprache natürlich. In China, in Japan, in Indien, überall gibt es heute noch ganz viele Schriften, die eben nicht unseren entsprechen. Und eine der ältesten und auch eine der etwas komplizierteren Schriften möchte ich euch heute kurz vorstellen. Und dafür müsst ihr euch ganz viel vorstellen. Ihr müsst nämlich mit mir auf eine große Reise kommen, von Winterthur bis nach Ägypten. Also einmal quer übers Mittelmeer in dieses Land. Wenn wir das ein bisschen anschauen, ein bisschen näher anschauen, dieses Land Ägypten, da seht ihr mehr oder weniger in der Mitte hier einen Strich. Und das ist der Nil, der Fluss, der durch dieses Land fließt, dann bis ins Mittelmeer. Und wo links und rechts so ein bisschen Landwirtschaft ist, aber ihr seht gar nicht viel, denn der Großteil dieses Landes ist einfach Wüste. Also die Leute leben noch heute am Nil, an diesem Fluss. Und dann müsst ihr euch in der Zeit ganz, ganz weit zurückdenken. Heute sind wir hier, 2021, das Jahr kennt ihr alle. Und wir rechnen unsere Jahre von der Geburt von Christus, diesem Jahr Null. Und dann müsst ihr, das sind also schon mal 2021 Jahre, und dann müsst ihr nochmal 1000 und 1000 und 1000, also mehr als 5000 Jahre müsst ihr zurückdenken. Riesig lange Zeiträume sind das. Und in dieser Zeit von etwa 3000 vor Christus bis in die ersten Jahrhunderte nach Christus ist die Zeit, wo am Land des Nils in Ägypten eine Kultur lebte, Menschen lebten, die wir heute als die alten Ägypter bezeichnen. Was ihr vielleicht auch schon wisst, diese alten Ägypter hatten Könige und denen gibt man den speziellen Namen Pharao, Pharaonen. Vielleicht wisst ihr auch, dass es dort Pyramiden gibt, dass nämlich für einige dieser großen Könige Pyramiden gebaut wurden, riesige Bauten, und das waren nichts anderes als die Gräber dieser Pharaonen. Und heute noch betreibt man Archäologie. Frau Dumont hat es gerade gesagt, ich selber gehe mit Studierenden und mit Kolleginnen und Kollegen jedes Jahr einige Wochen nach Ägypten und wir haben da ein Grabungsprojekt und da kommt noch immer Quellen, Material, Reste, Überreste von dieser alten Kultur zutage und nicht in unserer Grabung leider, aber in der Grabung eines Kollegen kamen vor wenigen Jahren diese sogenannten Papyri zum Vorschein. Das ist also ein ganz junger Fund. Das ist das alte Papier. Unser Wort Papier ist ja noch ein bisschen ähnlich wie das Wort Papyrus. Wir kommen gleich darauf zurück. Und da seht ihr jetzt schon Schrift. Und was ganz spannend ist, das sind von den ältesten Papyri, eben 4500 Jahre alt. Und die
Darauf stehen Texte, wo es um den Bau dieser Pyramide geht. Es geht darum, wie viele Steine von wo nach wo transportiert wurden. Also ganz, ganz alte, ganz spannende Dokumente, Papiere oder eben ein Papyrus, der uns ganz viel Information bringt. Papyrus. Gut. Papyrus, dieses Material, macht man aus der Papyruspflanze. Das ist eine Pflanze, die so in sumpfigem Boden wächst, mit viel Wasser, viel Feuchtigkeit und einen ganz langen Stiel hat und dann oben so Füßerli, die da wachsen. Und aus diesem langen Stiel, den kann man aufschlitzen und dann genau pressen und dann gibt es so dünne Bänder und diese Bänder, die verklebt man dann ein paar Reihen so und ein paar Reihen vertikal und dann gibt es, das ist jetzt modern produzierter Papyrus. Schaut euch auch diese Rolle an. Papyrus hat man nicht in Bücher zusammengebunden, wie unsere heutigen Bücher, was wir heute meistens mit Papier machen, sondern in Rollen hat man das verwendet. Und dann konnte man da eben drauf schreiben. Und wie hat man geschrieben? Man hat diese Hieroglyphen verwendet, die wir jetzt genauer anschauen wollen. Dazu müssen wir aber zuerst vielleicht uns vorstellen, diese Leute, die da gelebt haben, das waren Leute mehr oder weniger wie heute. Sie leben in einem Klima, wo es meistens wärmer ist. Drum haben die Männer auch einen nackten Oberkörper und ein Stück Tuch um den Bauch. Die Leute arbeiteten auf den Feldern. Die meisten Leute waren Bauern. Sie hatten Familien, hier eine Familie mit mehreren Kindern. Und unter diesen Leuten, ganz wichtige Männer, waren diejenigen, die schreiben konnten. Es konnten nämlich nicht alle Kinder damals in die Schule gehen und vom ersten Schultag an praktisch schreiben lernen, sondern nur gewisse Menschen konnten schreiben lernen. Und die waren dann auch sehr stolz, dass sie das können. Das sind dann solche Schreiberstatuen. Diese Männer wurden dann meistens, weil sie eben schreiben gelernt hatten, relativ reich und konnten sich eine Statue anfertigen lassen. Fotos gab es natürlich noch nicht. Und weil sie schreiben konnten, zeigen sie, wie sie schreiben. Sie sitzen so in den, heute würden wir sagen, Schneidersitz, aber das ist eigentlich der Schreibersitz im alten Ägypten. Sie sitzen so mit gekreuzten Beinen und haben einen aufgerollten Papyrus. Ihr seht hier, in der einen Hand hat der Mann die Rolle vom Papyrus, da ist er aufgerollt und da müssen wir uns vorstellen, hält er seinen Griffel, das ist nicht ein Griffel, er hätte da ein Stückchen Schilfrohr, das er zu einem ganz, ganz feinen Pinsel machen konnte. Hier noch ein anderer, auch da sieht man sehr schön, in der linken Hand hält er die Papyrusrolle und er schreibt jetzt und rollt die Rolle immer wieder um. Aber warum hat man überhaupt eine Schrift erfunden oder entwickelt? Wozu braucht es überhaupt eine Schrift? Habt ihr eine Idee? Ja? Zum Briefe schreiben? Das ist ganz gut. Ja? Aha, ja, einfach um etwas festzuhalten, ob man es dann geheim halten will oder nicht. Ja, sag du noch was?
Das ist auch eine gute Idee, wenn jemand etwas nicht hört. Ja, hast du noch eine Idee? Zum Lesen, ganz klar. Also ihr habt schon ganz vieles. Ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum etwas, was man so spricht, festzuhalten. Dass man es behält. Auch, dass man es im Gedächtnis behält. Vielleicht habt ihr auch schon einen Zettel geschrieben, um etwas nicht zu vergessen, oder die Aufgaben aufgeschrieben, dass ihr morgen dann noch dran denkt, was ihr jetzt alles machen müsst. Oder Brief schreiben, hat jemand gesagt, jemandem, der nicht gerade in der Nähe ist, sondern weg ist, in einer gewissen Distanz lebt, etwas mitzuteilen. Das sind Bereiche, die braucht man im privaten Leben, die haben die alten Ägypter vor allem für die Verwaltung gebraucht. Und auch wir, bald mal, wenn ihr etwas größer seid, müsst ihr viel schreiben, Formulare schreiben und Sachen ausfüllen, dass man das behalten kann. Für den Handel, für die Wirtschaft hat man die Schrift gebraucht. Aber auch im Bereich der Religion, wenn man etwas festhalten wollte, nicht nur, dass man es morgen und übermorgen noch lesen kann, sondern für die alten Ägypter war dieser Gedanke, für immer und ewig soll etwas festgeschrieben sein. Darum haben sie auch, das machen wir heute kaum mehr, in Stein geschrieben, dass es wirklich für immer und ewig fest ist. Und das sind dann vor allem religiöse Texte. Und dann kann man natürlich einfach schreiben und lesen zur Freude, weil man mit der Sprache ja auch spielen kann, man kann Geschichten erzählen, was wir heute Literatur nennen, das gab es auch schon im alten Ägypten. Geschichten, die aufgeschrieben wurden, damit man sie später noch lesen kann. Und die dann besonders schön geschrieben waren, um wirklich mit der Sprache zu spielen und die Sprache so gut wie möglich zu nutzen. Und für all das hat man diese Hieroglyphen gebraucht. Hier habt ihr ein Beispiel, das ist Schrift in den Stein gemeißelt. Und wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, da seht ihr schon mal, da sind ganz viele Vögel. Verschiedene Vögel, wenn ihr da so rumschaut, da sind noch ein paar unterschiedliche. Dann hat es hier einen Kopf, hier hat es einen Mund, einfach so. Dann hat es eine Hand da mit dem Daumen oder ein Bein. Andere sind weniger klar, das ist zum Beispiel ein Körbchen mit einem Henkel, da ist eine Schlange, also ganz viele Bilder. Es ist eine bildliche Schrift, es sind bildliche Schriftzeichen. Und überlegen wir uns nochmal, wie sich so ein System entwickelt haben könnte. Das Einfachste zu schreiben sind eigentlich Zahlen. Stellt euch vor, ein Bauer wollte ins Nachbardorf 8 Schafe schicken und wollte aber sicher sein, dass sein Kollege im Nachbardorf weiß, dass er auch wirklich 8 Schafe losgeschickt hat. Und da kann er einfach einen Zettel mitgeben mit 8 Strichen. Das sind so von den allerersten Schriftzeichen, die es gibt. Einfach Striche für eine Zahl. Auf eine Art Etikette, da war ein Schnürchen, das war an etwas angebunden. Oder vielleicht war das auch an einem Möbel angebunden, wo 8 Stück Stoff zum Beispiel drin waren und man wollte einfach sicher sein, da sind 8 Stück Stoff drin. Dann etwa gleichzeitig und für uns durchaus schwierig zu lesen, da haben wir einen Hund oder vielleicht auch einen Schakal und ein Bäumchen. Da ist man nicht so sicher, was das
heißt. Ihr seht es auch in der Ägyptologie, sind noch Fragen offen. Vor allem für diese ganz, ganz alten, das sind mehr als 5000 Jahre alte Schriftzeichen. Ja, und wie funktioniert das? Ihr habt unser Alphabet gelernt. Das ist sehr einfach. Im Prinzip gibt es ein Zeichen für einen Laut. A, B, D, E und so weiter. Hin und wieder müssen wir ein bisschen mogeln oder müssen wir eine Lösung finden. Es gibt nämlich kein Zeichen für Sch und in unserer Sprache auf Deutsch gibt es ganz viele Sch. Also müssen wir eine Gruppe von Zeichen machen für Sch und für Ch. Je nach Sprache muss man eine Gruppe machen. Ja? Sorry? Oi auch, jawohl, genau. Oi, oi, ja, da ganz viele. Ich habe jetzt da nur als Beispiel Sch gemacht. Genau. Also das ist ganz einfach, meistens nicht so schön bunt, aber die Zeichen der alten Ägypter sind doch eigentlich schöner als unsere. Schaut euch mal diese wunderschönen Vögel hier an. Wir haben also abstrakte Zeichen in unseren Buchstaben. Das ist einfach eine Form. Ein Strich und drei, ein vertikaler Strich so und drei horizontale Striche so. Das ist ein E. Das wissen wir, aber es ist kein Bild dahinter. Bei den alten Ägyptern dann eben schon ist meistens ein Bild, oder ist eigentlich immer ein Bild, das wir erkennen. Also schauen wir uns an, wie dieses Schriftsystem funktionierte. Es ist komplizierter als bei uns, wobei am Schluss ist es dann doch auch nicht so kompliziert. Stellt euch mal vor, ein Bauer schickt seinem Bruder, der auf der anderen Seite vom Nil auch Bauer ist und der ihm gesagt hat, er hätte keine Gänse mehr, schickt er ihm drei Gänse. Und was schreibt er dazu? Er zeichnet eine Gans und er macht drei Striche. Ganz einfach, er will von Gänsen sprechen. Er zeichnet eine Gans und schreibt dann noch, ich schicke dir drei Gänse. Da haben wir also die Situation, man zeichnet das, wovon man sprechen will. Ich will von einer Gans sprechen, also zeichne ich eine Gans. Dann schreibe ich eventuell noch dazu die Zahl 3. Gans und drei Striche heißt drei Gänse. Und das ist die erste und die einfachste Art, die Zeichen zu nutzen, nämlich man könnte es Sinnzeichen nennen. Das Bild gibt auch die Bedeutung wieder. Bild zeigt das, worüber man sprechen will, die Bedeutung. Das ist ganz einfach, so stellt man sich auch vor, dass eine Bildschrift funktioniert. Aber damit kommt man nicht sehr weit. Damit kann man zwar konkret von einem Haus oder von drei Gänsen oder von einem Tisch, einem Stuhl sprechen, aber man kann nicht wirklich einen Satz machen. Alles, was Bewegung, Zeit oder ein bisschen abstrakter ist. Wie kann ich zum Beispiel zeichnen, gestern Morgen hat es in Winterthur geregnet. Wie zeichne ich gestern Morgen Winterthur? Schwierig zu zeichnen. Das ist ein Problem, auf das auch die Ägypter sehr schnell gestoßen sind. Wie zeichne ich zum Beispiel das Wort Sohn? Der Sohn. Jemand ist der Sohn, der Bub von seinen Eltern.
Wie zeichne ich etwas, wo man nachher sicher ist? Das ist jetzt das Wort Sohn oder das Wort Tochter. Da haben sicher die Ägypter lange drüber nachgedacht, als sie mal Lust hatten, eine Schrift zu entwickeln, bis dann jemand gesagt hat, wir sprechen in unserer altägyptischen Sprache das Wort Sohn Sa aus. Sa. Und dann kam jemandem in den Sinn, ah du, aber unsere Gans heißt ja auch Sa. Zufällig zwei Wörter, die ähnlich tönen. Aha, dann könnten wir ja einfach eine Gans zeichnen und sagen, Gans spricht man Sa aus und Sohn spricht man zufällig auch Sa aus. Auch bei uns gibt es Wörter weniger, aber es gibt ein paar, die gleich tönen und was ganz anderes bedeuten. Und jetzt braucht man dieses Zeichen, diese Gans, für etwas ganz anderes, nämlich als Lautzeichen. Jetzt gehen wir vom Bild, vom Gegenstand, weg zur Aussprache, zum Laut. Jetzt sind wir schon ziemlich nahe bei dem, was wir haben. Ein A, ein Zeichen, und wir wissen, man spricht es A aus. In dem Fall ist es jetzt noch eine ganze Silbe, und nicht nur ein Buchstabe. Also dasselbe Zeichen können wir brauchen, um von einer Gans zu sprechen. Dann brauchen wir das Bild und den Gedanken. Oder wir vergessen, dass das eigentlich eine Gans ist. Wir denken nur noch an, wie brauchen wir, wie tönt das Wort Gans. Super Erfindung. Man kann diese Zeichen auch für einen Laut verwenden. Aber wie machen wir jetzt, dass der Leser, die Leserin weiß, ich will von einem Sohn sprechen und gar nicht von einer Gans? Das ist ja jetzt noch nicht klar. Dann haben sie etwas erfunden. Sie haben einfach hinter die Gans, die man Sa ausspricht, einen kleinen sitzenden Mann gezeichnet. Denn ein Sohn ist ja entweder ein Junge, aber auch Erwachsene sind noch immer Söhne von irgendjemandem. Ein Sohn ist ein Mann. Und so haben wir also dieses Lautzeichen, die Gans, für den Laut Sa. Und um sicher zu gehen, wir sprechen nicht von einer Gans, wir sprechen von einem Mann. Ein Zeichen, das eine Gruppe, eine Kategorie angibt. Dieses sitzende Männchen kann man für alle Wörter brauchen, die jemanden aus der Kategorie, aus der Gruppe Mann bezeichnen. Der Vater, der Großvater, der Bauer, der Schreiber, der Lehrer, der Arzt, alles, was einen Mann beinhaltet, kann man mit Lautzeichen oder Buchstaben schreiben und dann schreibt man einfach noch dieses Gruppenzeichen dahinter. Das Wort Tochter tönt auf Ägyptisch ganz ähnlich, nämlich Saat. Ganz ähnlich wie der Sohn, aber mit einem CT. Da haben wir also ein Lautzeichen für eine Silbe, für zwei Buchstaben, Sa. Dann ein Lautzeichen für einen Buchstaben, für den T. Und weil wir von einer Tochter sprechen, haben wir als Kategoriezeichen, Gruppenzeichen, eine kleine sitzende Frau. Und das ganze Wort heißt Saat. Die Tochter. Und da seht ihr jetzt, es gibt Lautzeichen, die eine Silbe wiedergeben, Sa,
Und es gibt Lautzeichen, die unseren Buchstaben ganz ähnlich sind, die nämlich nur einen Laut, eben nur T, wiedergeben. Und da kommt jetzt das Alphabet ins Spiel, das, was man das ägyptische Alphabet nennt. Es gibt eine Reihe, und das sind schon alle Zeichen, die nur einen Laut, also eben nicht eine Silbe, wiedergeben. Und mit diesen Zeichen können wir schon beginnen, ein bisschen zu spielen. Ihr habt zum Teil schon bemerkt, es fehlen Buchstaben, ja? Es hat zwei A's. Das ist, weil in den Sprachen, zu denen das Altägyptische gehörte, das ist dieselbe Gruppe der semitischen Sprachen wie das heutige Arabisch oder das heutige Hebräisch, da gibt es zwei A. Da gibt es, ich kann es selber schlecht sagen, etwas wie ein A und etwas wie ein O. Zwei unterschiedliche Formen von A. Dann gibt es ein I, ein U, es gibt leider kein O. Da nimmt man dann das U, wenn man ein O braucht. U-O, das tönt so ein bisschen ähnlich. Damit könnt ihr jetzt versuchen, das zu lesen. Das erste, da seht ihr, das ist dieser Strick da, ein H. Und dann habe ich ein kurzes A gewählt und diese Wasserlinie, Hans, richtig, das ist ein Hans. Das ist ein Hans. Und was fehlt uns jetzt noch um den Namen, ja? Das da meinst du, gell? Hans ist ein Junge, also zeichnen wir einen Jungen dazu. Sehr gut, könnt ihr das schon. Schwieriger, da seht ihr schon, haha, das ist sicher ein Mädchenname. Da steht ja eine Frau ganz am Schluss. Ja, Martha, richtig, das ist die Martha. Und auch da wieder das Zeichen dazu. Jetzt kann man mit dieser Schrift, mit diesen Bildern, konnten die alten Ägypter spielen, nämlich in alle Richtungen kann man das schreiben. Unser Alphabet kann man ja nur von links nach rechts schreiben. Fertig. Die Martha kann man von links nach rechts schreiben, so wie wir, oder aber auch umgekehrt, von rechts nach links. Ihr müsst immer schauen, wohin die Vögel schauen oder die Schlangen oder die Personen. Die schauen immer an den Anfang. Dort, wo es losgeht, dort ist der Schnabel. Also, das liest man von rechts nach links. Und dann, problemlos, kann man das auch noch von oben nach unten und auch das wieder in beide Richtungen. Also alles außer von unten nach oben, das hat man nicht genutzt. Aber von rechts nach links, von links nach rechts und von oben nach unten. Und so kann man dann die Zeichen auch wirklich ganz schön anordnen. Man kann sie schön ausrichten auf die Person, die spricht. Hier haben wir zweimal einen König dargestellt. Hier ist er vor einer Göttin dargestellt und wir sehen die Zeichen, die den Namen dieses Königs wiedergeben, schauen gleich wie der König. Und die der Göttin, hier sehen wir einen Vogel, der schaut in diese Richtung. Oder hier ist es umgekehrt, hier schaut der König nach rechts und der Schakalgott schaut ihn an. Und die Zeichen, die sich auf den König beziehen, die zwei Ringe hier, das nennt man Kartuschen, das brauchen wir auch gleich noch. Kartuschen sind da, um einen Königsnamen hervorzuheben. Hingegen, was
Den Schakal, hier wird er dargestellt, er schaut in die Richtung. Alle Zeichen, diese Schlange hier schaut schon in diese Richtung. Also beginnt man so mit der Leserichtung. Und man kann diese Schrift brauchen, wie hier noch einmal, um in den Stein zu meißeln oder eben auch, um mit einem feinen Pinsel auf Papyrus zu schreiben. Kürzlich war ich in einem Museum und habe das gesehen und habe gedacht, das fotografiere ich für die Kinderuni. Schaut, wie ein Schreiber da Freude hatte, eine Katze zu zeichnen. Wie genau er mitten im Schreiben, er wollte da von einer Katze sprechen, wie er diese Katze liebevoll gezeichnet hat. Da seht ihr auch noch, so ähnlich wie unsere Druckbuchstaben, jedes Zeichen separat. Aber es gab auch eine Art zusammengehängte Schrift. Das sind auch noch Hieroglyphen, aber man erkennt eigentlich kaum mehr eine einzelne Hieroglyphen. Das ist sogenannt hieratisch, das ist zusammengehängt geschrieben. Hast du eine Frage? Ja, jedenfalls die Schreiber, ja. Aber schau, der da hat geübt, das hat mir drum gefallen. Der hat gewusst, jetzt muss ich dann ein Krokodil zeichnen. Wie zeichne ich jetzt ein Krokodil schon wieder? Und dann hat er hier geübt. Da ganz unten brauchte er dann das Krokodil für das Wort Krokodil. Da seht ihr nochmal zusammengehängt geschrieben. Das ist dann schon ziemlich anders, aber wenn man weiß, wie, kann man relativ schnell den Vergleich zwischen dieser Schrift zusammengehängt oder eben den Hieroglyphen, den einzelnen, machen. Wie weiß man heute, wie man Hieroglyphen lesen muss? Das ist eine lange Geschichte und die will ich euch jetzt noch ganz kurz zusammenfassen. Die alten Ägypter haben, wie erwähnt, über mehr als 3000 Jahre diese Schrift genutzt. Für fast alles, für alles, was sie schreiben wollten. Und dann hat sich die Kenntnis dieser Schrift verloren. Man ging dann irgendwann dazu über zu sagen, das ist vielleicht doch zu kompliziert. Wir übernehmen die griechischen Buchstaben, die sind schon ganz ähnlich wie unsere. Wir schreiben mit griechischen Buchstaben. Und dann nochmal ein paar Jahrhunderte später kamen Leute, die das heutige Arabisch sprachen. Und die haben dann die arabische Schrift eingeführt, die man heute in Ägypten noch brauchte. Und so hat man relativ schnell komplett vergessen, wie man Hieroglyphen schreibt. Das interessierte niemanden mehr, das brauchte man nicht mehr. Und so gab es keine Leute mehr, die das wussten. Und man hatte es auch nirgends wirklich aufgeschrieben. Und so hat man über mehr als 1000 Jahre, 1500 Jahre fast, völlig vergessen, wie man die Hieroglyphen schreibt. Und vor 250, 300 Jahren hatten sich plötzlich die ersten Gelehrten wieder begonnen, dafür zu interessieren. Wie hat das wirklich funktioniert? Wie haben die alten Ägypter geschrieben? Aber sie wussten überhaupt nicht mehr, wie. Sie dachten zuerst, das sind ja alles Bildchen und was soll das? Die alten Ägypter sprechen nur über Vögel, was sollen alle anderen Zeichen? Sie wussten es wirklich nicht. Und sie wussten ja auch nicht mehr anfänglich, welche Sprache diese Schrift schreibt. Eine Schrift geht immer mit einer Sprache zusammen. Und dann hat man durch viel Recherche, durch viel Forschung, hat man dann rekonstruieren können, dass die Sprache der alten Ägypter
wahrscheinlich verwandt war mit dem heutigen Arabisch oder dem heutigen Hebräisch. Das war schon mal eine gute Idee. Aber man kam und kam nicht weiter. Bis dann vor 220 Jahren ungefähr, als Napoleon in Ägypten war, dieser Stein gefunden wurde. Ein großes Stück schwarzer Stein, heute im Museum in London. Und ihr seht, da oben sind Hieroglyphen, da ist sonst noch etwas, da ist dann Griechisch. Also drei Schriften. Und wenn wir die genauer anschauen, die Hieroglyphen da oben, und dann das ist eine, wieder eine noch mehr zusammengehängte Schrift, das sind im Grunde auch Hieroglyphen, das nennt man demotisch, das könnt ihr jetzt vergessen, und die, das Griechisch da unten. Gelehrte vor 200 Jahren konnten natürlich Griechisch lesen. Also diesen Text konnten sie lesen, verstehen. Es geht darum, um eine Abmachung zwischen einem König und den Priestern. Es geht um Steuerzahlungen und Tempelbau und so weiter. Und dann kam dieser Mann, der die Hieroglyphen entziffern konnte. Ein Franzose, Jean-François Champollion, und der hat vor fast genau 200 Jahren, nächstes Jahr werden wir 200 Jahre Entzifferung der Hieroglyphen feiern. Der hatte die Idee, wenn auf diesem einen Stein drei Schriften verwendet werden, wahrscheinlich heißen die drei Texte, sprechen die drei Texte vom selben. Wahrscheinlich sind das Übersetzungen. Also wahrscheinlich haben wir hier das klassische alte Ägyptisch, dann hier eine Art späterer Dialekt mit dieser zusammengehängten Schrift und dann das Griechisch. Wahrscheinlich haben wir dreimal denselben Text. Das war die erste gute Idee. Der hatte sowohl ganz viel Vorwissen, er wusste wirklich alles, was man damals wissen konnte zum alten Ägypten, und er hatte ein paar ganz gute Ideen. Er hatte nämlich die Idee, was wir heute wissen, was ihr jetzt auch schon wisst, in dieser Kartusche könnte ja der Königsname stehen. Das war einfach mal so eine Hypothese, eine Idee, die er dann verifizieren musste, die er dann, wo er dann schauen musste, stimmt das überhaupt? Dann hat er gesagt, wenn das stimmt, wenn in diesem ovalen Ding wirklich der Königsname steht, von welchem König sprechen wir, das hat er im Griechischen gelesen, von König Ptolemaios. Und dann hatte er die ganz tolle Idee, und das ist wirklich der Schlüssel. Er hat gesagt, ja, dann sind diese Zeichen wahrscheinlich nicht bloß Sinnzeichen, also Bilder für das, was sie darstellen, sondern das könnten ja auch Lautzeichen, das könnten ja auch Buchstaben sein. Und das war für die damalige Zeit eine wirklich ganz, ganz große Entdeckung. Es war die Idee zuerst, und die hat er dann ganz schnell noch an diesem Stein, der ja auch unvollständig erhalten ist, hat er das überprüft. Und dann, weil er sehr gut Arabisch, sehr gut Hebräisch konnte, hat er das mit weiteren Ideen überprüft, und in ein paar wenigen Wochen hatte er den Grundstock, die Grundidee zum Schlüssel, wie man Hieroglyphen liest, rekonstruiert. Und das ist dann auch der Anfang von der Wissenschaft Ägyptologie. Erst dann konnte man die altägyptischen Texte wieder lesen und schreiben.
Damit bin ich auch mit dem Gong am Ende. Mit diesem Alphabet könnt ihr jetzt euren Namen schreiben.